ist was machbar jetzt in dieser Situation. Genau. Und ja, da verstehe ich nicht ganz, warum seit Monaten eigentlich keine Bestrebungen von Seiten der Bundesregierung unternommen wurden, dass wir substituieren. Wir haben jetzt kam auf einmal der Plan auf mit Kohle und jetzt mit Öl, aber zu sagen, wir ersetzen einen Teil des russischen Gases, indem wir versuchen, Verträge zu machen, beispielsweise für Flüssiggas oder norwegische Gasquellen, das ist nicht passiert. Das verstehe ich absolut nicht. Offensichtlich ist sozusagen Krisenplan immer nur dann der Fall, wenn wirklich das gedrosselt oder ganz abgedreht wird. Energielenkung, was machen wir dann? Das ist dann die Entscheidung der Politik, wer bekommt jetzt noch Gas und wer nicht. Also ich sehe hier, dass über Monate vieles verabsäumt wurde. Deutschland war da wesentlich offensiver und konnte ja auch schon diese Abhängigkeit reduzieren. Und deshalb bin ich sehr besorgt.